liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu Werners Sportstudio, direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Im heutigen Spitzenspiel der Oberliga Nord begegnen sich bei bestem Fußballwetter der 1. FC Süderbrarup und der Gastgeber Holzbein Kiel. Es herrscht eine Bombenstimmung. Circa 63.664. Littmann, der Mann mit dem Durchblick, der Dribbelkönig der Holstein 11. Ein Zauberer vor den Herrn. Ja, meine Damen und Herren, hier sieht man mal wieder, der Teamchef der Kieler hat einen guten Riecher bewiesen. Für eine Kiste Sprocken von Inter Mailand weg. Nun sehen Sie sich das an. Keine Sprocken zu viel, würde ich sagen. Aber die Abwehr von Süderbrarup ist auf Zack. Gewaltschuss von Hüllenkirchen über den ganzen Platz und Achtung! Tor! Für Süderbrarup. Unhaltbar für den Kieler Torwart Klaus Löhrer. Der aber reklamiert auf Abseits. Sollte dieser wunderschöne Treffer etwa ungültig sein? Nein, die Unparteiischen bleiben her. Was macht der Ball zwischen meinen Flügeln? Drischt den Ball noch einmal wütend über den Platz. Achtung, der Ball ist in einer unkontrollierten Gefahrenzone gelandet. Der Ball ist im Imbiss auf die heiße Pfanne gefallen. Er wird größer und größer. Er explodiert. Komm runter! Der ganze Markt ist verwüstet. Polizist Bruno hängt pfeifend am Laternenmast. Der Geflügelmann hämmert unten dagegen und will ihm ans Leder. Da, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Tja, Leute, sieht schlecht aus mit der zweiten Halbzeit. Die Umkleidekabinen stehen in Flammen, das Tor ist im eine. Die Kieler haben das auf den Schiedsrichter abgesehen. Im Großen und Ganzen aber ein schönes Spiel. Nicht ganz fair, aber fein. Ich freue mich schon auf Sonne, wenn ich Ihnen die zweite Halbzeit präsentieren kann. Bis denn dann. Wir schalten zurück in die Sendezentrale vom Zentralsender.